Willkommen, willkommen aus Portugal. Mein Name ist Balázs und ihr schaut Tech-Video, wo ich heute keine Smartphones, Tablets oder Notebooks anschaue, sondern wir schauen uns den neuen BMW der 2er-Serie an, und zwar den Grand Coupé. Es gab ja schon mal einen 4er, einen 6er und einen 8er und jetzt haben wir zum ersten Mal auch den 2er als Grand Coupé-Version. Ich darf den jetzt hier in der M-Serie auch mit xDrive testfahren, den 235er in Weiß und natürlich auch nochmal als Diesel-Version etwas günstiger, den 220er hier in Grau. Also springen wir rein, fahren wir los hier in der Nähe von Lissabon, probieren wir die 4 und die 2-Rad-Technologie aus und schauen uns mal an, wie es sich hier fährt und wie viel Spaß macht hier mit dem BMW 2er Grand Coupé. So, dann legen wir los mal mit dem Fahren. Ich sitze jetzt in einem xDrive drin, also der M-Serie der 235mi, also natürlich die Maximalausstattung, 57.000 Euro circa der Preis, alles hier drin. Ich werde mir später den Diesel auch noch anschauen, den 220er, der fängt glaube ich bei 27.000 oder 30.000 Euro an, also auf jeden Fall da ja die Einstiegsklasse, aber auch schon in der Klasse haben wir viele Assistenzsysteme drin, wie zum Beispiel mit in der Stadt fahren, damit wir nicht Auffahrunfälle bauen, oder vorhin hatte ich ein bisschen, dass ich zurückfahren musste, weil ich hier auf den engen Straßen in Portugal ein Auto vorbeilassen musste, dass ich hinter mir eine Frau hatte, die auf der Straße gerade gefegt hat. Ich habe sie gesehen, aber das Auto hat trotzdem angehalten, damit ich sie natürlich nicht anfahre und nicht zu schnell nach hinten dann entsprechend nicht die Ausschau bewahre. Übrigens, natürlich zu den Assistenzsystemen gehört mittlerweile auch bei dem 2er-Modell hier im Grand Coupé, dass ich, wenn ich in eine enge Gasse reingefahren bin und wieder zurückfahren müsste, sich das Auto immer, egal wie schnell wir fahren, die letzten 50 Meter sich merkt und ich auch ohne, dass ich dann den Lenker festhalte, auch zurückfahren könnte. Also ich werde auf jeden Fall nie irgendwo unbedingt dann irgendwas anfahren. Jetzt muss ich gerade schauen, weil die Straßen sind hier doch relativ eng und ich will euch gleich auf jeden Fall zeigen, wie schön das Auto beschleunigt. Ich bin hier nun gerade von Stadt zu Stadt unterwegs und habe hier gerade 2 Stunden mit dem schönen xDrive hier auf der wunderschönen, ich sag jetzt nicht Alpen, aber natürlich Bergen hier vorne Lissabon, und hier muss ich gleich rechts fahren. Und danach kann ich mal kurz Gas geben, dann hört ihr hier den schönen Vierzylindermotor mit 306 Watt, was sage ich schon, mit 306 PS und 225 Kilowatt. Was sagt ihr zu dem Sound? Ich finde es ziemlich geil. Ich bin gerade auf 100 hoch in nur ein paar Sekunden. Ich muss die Kamera ein bisschen festhalten, sonst kippt sie um, weil die Beschleunigung und das Fahrfeeling bei dem Auto ist einfach wie immer, wie man es auch vom BMW kennt, wirklich, wirklich geil. Also ich bin hier in den schönen, kurvigen Straßen gefahren mit auch 90 in der Kurve rein und 80, und es macht so Spaß, weil wir haben hier beim natürlich xDrive einen Vierradantrieb. Normalerweise habt ihr nur einen Zweiradantrieb, und zwar Frontantrieb, und hier, wie gesagt, das macht richtig, richtig Spaß, weil ihr liegt in den Kurven drin und ihr fühlt das Auto einfach immer sofort, wenn ihr auf Gas drückt, ist natürlich die Power auch da von den 300 PS. Für so einen kleinen Wagen natürlich auch nicht wenig, aber das macht es ja immer bei BMW dann aus. Das System hier innen mit Monitoren, die ganze Technik dahinter mit dem neuesten BMW OS und so weiter, da schauen wir uns am Ende des Videos an. Wir sind jetzt natürlich hier eher am Fahren, und ganz noch kurz noch zu den Wagen, technische Details. Also wir haben schöne 2,67 Meter, ich glaube Radabstand heißt es, ich muss hier mal kurz checken. Er ist relativ lang mit 4,5 Metern der Wagen, also nicht das kürzeste Modell, aber wir haben schön 430 Liter Kofferraum, also nochmal größer hier im Grand Coupé um 40 Liter als die Normalversion. Und was müsst ihr noch wissen? Ja, beim Diesel, wie gesagt, das ist dann der 220er. Schauen wir uns dann gleich noch an, wie der sich so ein bisschen beim Fahren verhält. Jetzt bin ich hier, wie gesagt, noch in den Städten ein bisschen unterwegs und kann teilweise, wie gesagt, dieses schöne kurvigen Straßen aussitzen mit dem Vierradantrieb. Da macht es natürlich am meisten Spaß. Auf der Autobahn bin ich auch schon vorne mit 200 gedüst. War auch richtig, richtig nice. Und ich habe ein paar Autos überholt, bin mit den Kollegen auch gefahren, beziehungsweise es wird noch viel mehr Modelle geben von dem, aber aktuell sind das hier, ich glaube, die Grundausstattungen, die ihr gerade gehört habt, beziehungsweise
Wir haben vom Cockpit her das Feeling wie auch in einem Dreier. Also alles schaut ziemlich ähnlich aus. Ihr seht den Unterschied fast gar nicht. Aber wenn ihr hinten sitzt, spürt ihr den Unterschied. Wenn ich bin 1,90 groß und vorne habe ich genug Platz. Aber wenn ich vorne drin sitze und mich dann nach hinten setze, also jemand hinter mir, der genauso groß ist, hinten sitzen würde, dann habe ich bei meinem Kopf nicht mehr ganz so viel Platz. Das seht ihr hier ganz kurz. Und bei meinen Beinen, ja, das geht gerade eben so noch, aber nur für ein, zwei Stunden. Ich würde ungern damit von München nach Hamburg 8 Stunden hinten mitfahren. Das wäre dann schon ein bisschen unbequem. Aber ich meine, es ist auch ein Zweier und kein allzu großes Auto. Dann gibt es natürlich auch größere Varianten. Gut, fahren wir ein bisschen weiter und schauen uns gleich die Diesel-Variante an. So, jetzt habe ich die Aussicht ein bisschen genossen, habe das Auto gewechselt und ich fahre jetzt mal weiter hier mit der Dieselversion, dem 220er von BMW, eine 2er Grand Coupé Serie. Heißt, ich habe hier 190 PS, also auch noch ziemlich viel für so einen kleinen Wagen plus umgerechnet sind das 140 Kilo Watt Power, die ich hier unter der Haube habe, aber nur noch Frontwheel-Antrieb. Also ich habe zweimal Fronträder, die das ganze Auto ziehen. Nicht hinten der Radantrieb, statt dem X-Drive, der natürlich Vierradantrieb hatte vorhin mit 306 PS. Aber auch hier, wenn ich auf die Tube drücke, was ich jetzt nicht mache, weil ich fahre gerade in eine Stadt rein, hier an der wunderbaren, schönen Küste von Portugal, dann spüre ich natürlich trotzdem noch, wie das Auto zieht, aber nicht mehr so explosiv, wie ich das natürlich von einem schönen X-Drive gewohnt bin. Aber auch hier M-Serie natürlich, heißt, die ganzen Assistenzsysteme sind drin, wir können schön kurvige Straßen fahren, ohne dass ich Angst hätte, dass ich in die andere, auf die andere Seite ein bisschen rutsche, und wir müssen nicht ganz so viel bremsen natürlich hier bei dem 2er Grand Coupé, auch in der Diesel-Variante. Übrigens, der Verbrauch hier viel besser, nicht bei mehr als 7 Liter, sondern bei unter 5 Liter teilweise, je nachdem wie wir fahren. Wahrscheinlich auf der Autobahn, wenn wir 120 fahren würden natürlich. Aber ihr seht es hier auch gerade, ich bin eingestiegen vorhin mit dem X-Drive, war der Tank voll und da hatte ich ungefähr 450 Kilometer, glaube ich, Reichweite, hat er mir angeschrieben. Und jetzt hier hat jemand schon 100 Kilometer gefahren. Die erste Strecke, die war nämlich genau 98 Kilometer lang. Und ich bin eingestiegen und hier steht jetzt noch 600 Kilometer Reichweite. Also ihr habt locker 700, 800 Kilometer, wenn ihr gemütlich fahrt, nicht sportlich fahrt, hier mit dem 2er Grand Coupé, was die Reichweite angeht. Aber natürlich, wir wollen ja sportlich fahren, deswegen kaufen wir uns dann BMW, deswegen kaufen wir uns eine M-Serie. Und dann schauen wir gleich mal, wenn ich ein bisschen nicht mehr hier ganz so viel Kurven habe, hoch und runter, auf den Bergen, wie sich das dann auch anfühlt und auch verhält, ansonsten auf die Leistung. Die Version übrigens kostet um die 40.000 Euro, je nachdem, was ihr für eine Ausstattung haben wollt. Ich habe jetzt hier noch Sitzheizungen drin, auch Heizung natürlich im Lenkrad drin. Ihr kennt das ja, das sind die Standardgeschichten, die man sich dazu bestellen kann. Ich liebe das Head-Up-Display übrigens auch hier. Man kann es wunderbar sehen, obwohl ich relativ groß bin und relativ auch weit oben sitze, sehe ich komplett alle Werte noch. Das hatte ich ein Problem mit Volvo. Da bin ich im XC90 gesessen, während ich in Vegas war. Mit dem sind wir die ganze Zeit rumgefahren und da war das Head-Up-Display einfach so komisch eingestellt und ich konnte es auch nicht wirklich umstellen, dass ich kaum erkennen konnte, was angezeigt wird. Also das finde ich hier super. Am Ende des Videos nochmal ganz kurz dann auch zum 9 Zoll und zum 5 Zoll Display, was man alles einstellen kann, beziehungsweise wie gut das System hier läuft. Es ist natürlich kein Tesla, was die Software angeht, da beschweren sich mal viele Kollegen drüber. Ja, die können es am besten, aber auch hier macht es richtig, richtig Spaß. Mit der schnellen Menüführung, Maps funktioniert auch wunderbar und hier in der Version ist auch der Sprachassistent viel schneller geworden und der ist, glaube ich, auch standardgemäß drin, aber andere Assistenzsysteme, die beim Fahren helfen, sind natürlich dazu buchbar eher. Ein Quad, auch cool. Ja, Harman Kardon Lautsprecher, ich habe es ein bisschen bei Radio ausprobiert, selber habe ich noch nicht Musik aufgelegt, aber ich denke mal, das wird auch ziemlich super klingen, kostet, denke ich mal, aber auch extra. Ansonsten kann ich nicht so viel zum Auto erzählen, außer was ich vorhin schon gesagt habe, ich saß hinten drin und da hatte ich nicht ganz so viel Platz, wenn jemand vorne auch größer ist, aber ansonsten Kofferraum ziemlich groß, riesig eigentlich für so einen Wagen in der Größe, aber muss auch sein, würde ich jetzt mal sagen, weil der ist auch ziemlich lang mit 4,5 Metern, hier der Grand Coupé in der 2er Version und ich würde das auch fast gar nicht mehr als Kleinwagen einkategorisieren, da ist natürlich dann eher der 1er drin und ich glaube, der 1er ist 40 cm kürzer oder 30.
nicht. Also schon ein ganzes Stückchen kürzer, aber ist auch nicht schwer im Vergleich zu dem Modell hier, weil das ist, wie gesagt, ziemlich lang. So, fahren wir mal hier weiter. Gerade hier schön den Berg hoch. Nicht mehr am Wasser entlang, aber gleich kommen wir wieder wunderschön ans Wasser und dann könnt ihr ein bisschen die Aussicht noch genießen, bevor wir dann zum Software-Teil übergehen, der natürlich ein bisschen spannender ist. Ich kann euch jetzt hier wirklich nicht den Kickback geben, weil vor mir sind ungefähr 5, 6 Autos, aber ich schneide es gleich einfach nochmal rein, wie Acceleration ist, auch ohne Kommentar. Dann seht ihr und fühlt ihr das auch mal ein bisschen und hört auch den Diesel. Der klingt natürlich ganz anders, aber auch hier natürlich Vierzylinder, nur wie gesagt nur Frontantrieb bei dem Zweier normalerweise aus. Ihr kauft euch X-Drive, was dann aber natürlich ein bisschen mehr in die Asche geht. We follow traditions, we'll forget them, stay in line, walk in your lines, challenge others, and challenge yourself. In life, you can do things their way, or you can do things your way. Option two.